zwei Dutzend Verletzte, 9 Tote, darunter eine Krankenschwester und ihr Sohn. Das da drüben ist der Vater. In einem Krieg gegen den Terrorismus... Wir tolerieren keine Anschläge auf unsere Staatsbürger. ...werden unschuldige Menschen zu Opfern. Das Außenministerium erhielt eine Videokassette vom Wolf, dem Anführer der Terroristen, der die Verantwortung für den Bomben hat. Mr. Brewer, das ist Peter Brand, CIA. Sie wollen ihn nicht verfolgen, stimmt's? Rache für Ihre Frau und Ihren Sohn ist für mich zweitrangig. Ich werde dem trauernden Vater nicht sagen, dass wir den Killer wegen einer Protokollfrage laufen lassen. Wir sind sicher, dass der Wolf wieder in Kolumbien ist. Wo? Sie dürfen das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Sie ist die Einzige, die den Killer identifizieren kann. Ich bin seine Frau. Eine Regierung. Mr. President, wir haben unsere Zielperson im Visier. Die sich des Mordes schuldig macht. Ich bekämpfe Terroristen mit Terror. Nein! Sie haben meinen Sohn gerettet. Und Ihr Mann hat meinen ermordet. Wer ist da der wahre Feind? Sie sind hier, um einen Menschen zu ermorden, Mr. Brewer. Ich versuche, ein Land zu retten. Das ist Krieg. Ein Bombenanschlag auf unschuldige Menschen ist ein terroristischer Akt. Was erwarten Sie von mir? Helfen Sie mir, ihn zu stoppen.